Bilder MC übernimmt die Regie. Also Schnitt und Schluss mit dem Laienschauspiel, weg mit der Kamera. Ich check erstmal euer Material auf Playerstyle an der Bar mit Nutten im Koksokal. Eure Anzüge geliehen und die postige Karte. Das war's mit der Filmkarriere. Faker verlassen das Set mit dem Arschhit. Und der Rest, der von euch da steht, tut, als sei nichts gewesen. Den Job hier könnt ihr vergessen, sucht euch schleunigst den nächsten. Wollt alle Gangster sein, denkt da beim Video hilft. Zu verkörpern, was ihr gerne wärt, seid lieber ihr selbst. Skills machen härter als Image, wenn du weißt, wie ich mein. Das Selbstvertrauen ist bei euch Plastik, das meist ziemlich klein. Also was wollt ihr oder was wollen eure Bodyguards machen? Die Mongo-Clique ist da, für uns zählen nur die Tatsachen. Ausreden gibt's nicht und egal wozu euch Verträge zwingen. Ihr verkauft Lieder als Schauspieler, wir müssen unseren Job erledigen. Also Schnitt, weg vom Set, hier geht's um Rap und ihr macht euren Hit nur durch den Videoclip. Ich schick euch ein Ticket nach Eimsbusch und zurück, damit ihr wieder was vom echten Hip-Hop-Shit mitkriegt. Ich sag Schnitt, weg vom Set, hier geht's um Rap und ihr macht euren Hit nur durch den Videoclip. Ich schick euch ein Ticket nach Eimsbusch und zurück, damit ihr wieder was vom echten Deluxe-Shit mitkriegt. Dies geht an alle Gescheiterten, die immer noch nicht weiter sind und nur von ihren Leiden singen, weil andere sie es weiter nennen. Würden sie den Wert von Zeit erkennen, könnten sie ihren Weg leichter finden. Aber sie wollen gleich dahin, wo die meisten Scheine winken. Doch im Rap ist Zeit nicht Geld, sondern Erfahrung. Durch Zeitentsparung wird man ärmer. Ich warte lieber länger und liefer Burner. Leider hört ihr nicht auf uns. Von der Eim zu Schwepp auskommt, vertraut dem Major. Glaubt, dass ihr mit eurem Flavor fett rauskommt. Irgendwann alles aufgenommen, ihr kommt mit dem Datteln. Denkbar stehen in jedem Laden eure CDs und Platten. Doch das Label braucht noch mehr Sachen, um euch zu vermarkten. Videos mit langen Limos, die sinnlos vor Riesenwillen parken. Und das passt in euer Bild. Plus ihr macht alles, was das Label will. Was euch sonst ohne zu überlegen durch Verträge killt. Und so steht ihr da mit Models, Rolls Royce etc. Und wenn ich sowas sehen muss, ist mein Beschluss Drehschluss. Ihr weigert euch und deswegen muss es wohl Stress geben. Aber erstmal müsst ihr eure Kostüme weglegen und dann wird gerappt. Ich hab mein Talent, ihr euer Image. Ich kenn eure Schwachstellen, mal sehen, ob ihr welche bei mir findet. Verschwindet. Und wenn ihr noch einen Job beim Film sucht, empfehle ich Klappe halten. Wenn wir das Programm mit Rap gestalten. Nochmal, uns ist egal, wozu euch Verträge zwingen. Ihr verkauft Lieder als Schauspieler, wir müssen unseren Job erledigen. Deshalb Schnitt weg vom Set, hier geht's um Rap und ihr macht euren Hit nur durch den Videoclip. Ich schick euch ein Ticket nach Eimsbusch und zurück, damit ihr wieder was vom echten Hip-Hop-Shit mitkriegt. Ich sag Schnitt weg vom Set, hier geht's um Rap und ihr macht euren Hit nur durch den Videoclip. Ich schick euch ein Ticket nach Eimsbusch und zurück. I'm a man. You see what I'm saying?